Beim Smart Garden sollte man vor allen Dingen beachten, dass man sich auf jeden Fall ein bisschen vorbereiten sollte. Nicht einfach irgendwas kaufen, weil man jetzt gerade Lust drauf hat, sondern ein bisschen gucken, was eigentlich so die Bedürfnisse sind. Auch wie man vielleicht in der Zukunft dann noch ein bisschen aufrüsten möchte. Natürlich gehört auch ein bisschen Arbeit dazu. Das erste Einrichten macht sich jetzt nicht von selbst, sondern man muss dann schon auch ein paar Sachen aufbauen. Man muss sich natürlich auch ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen, App installieren, das Ganze einrichten, vielleicht auch ein Software-Update drauf spielen. Wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann kann es dann auch losgehen. Das Smarte Garden nimmt einem natürlich nicht alles ab. Es gibt da schon noch so ein paar Sachen, die man dann selbst machen muss. Zum Beispiel die Hecke schneiden oder vielleicht Äpfel vom Apfelbaum pflücken. Prinzipiell geht es beim Smart Garden darum, dass man gerade die Tätigkeiten sich abnehmen lässt, die vielleicht nicht so viel Spaß machen, die man regelmäßig machen muss, eben bewässern und Rasenmähen. Alles andere macht ja dann auch doch noch Spaß und dafür hat man einen Garten auch. Da die Geräte alle über eine verschlüsselte Schnittstelle miteinander kommunizieren, muss man sich keine Sorgen darum machen, dass jetzt der Nachbar auf den Gedanken kommt, sich in den Mähroboter reinzuhacken. Außer wenn man den Nachbar wirklich ärgern möchte und automatisch mal die Bewässerungsanlage nachts anmachen möchte.